Das hier wird jetzt gleich der erste Moment, wo wir den Cybertruck in echt sehen. Das sieht so aus, als wenn das ein Comic wäre. Yes! So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir sind heute in Düsseldorf und zwar sind wir zu Tesla gefahren, weil es hier den brandneuen Cybertruck gibt. Und jedem, dem ich heute gesagt habe, wir gucken heute den Cybertruck an, hat gesagt, nee, echt, boah, geil, kann ich mitkommen? Das war wirklich krass. Und deswegen haben wir uns gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir dürfen das Auto angucken, wir dürfen uns reinsetzen, wir dürfen alles Mögliche fragen, wir werden aber keine Antworten kriegen. Ist ganz egal. Das Auto ist so besonders, dass ich gesagt habe, ja, das ist auch cool, wenn wir den wahrscheinlich nicht fahren dürfen. Vielleicht kriege ich die Leute doch überredet, dass wir hier einmal eine kleine Runde über den Parkplatz drehen oder sowas. Werde ich auf jeden Fall probieren. Was will ich mit diesem Zollstock hier, mit diesem Meterband, mit diesem Metermaß? Wir werden was ausmessen und dann ausrechnen, wie groß das in der Fläche ist. Und das hat es noch bei keinem anderen Auto in der Größe gegeben. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist wirklich ultra krass. Ja, Cybertruck, es gibt nicht viel zu wissen. Also es gibt einfach nicht so viele Informationen. Die Jungs von Tesla haben mich angerufen in den Osterferien. Da war ich auf Malle im Urlaub und haben gesagt, hör mal, komm nach L.A., da kannst du die Bude mal fahren. Da habe ich gesagt, Junge, ich kann hier leider nicht weg, ich bin im Urlaub. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, komm, wir gehen ihn jetzt einfach angucken, fahren können wir vielleicht später. Die ganz große Frage ist ja auch, wird dieses Auto überhaupt irgendwann mal in Europa bzw. in Deutschland zugelassen? Das weiß selbst Tesla noch nicht. Also wir gucken uns jetzt ein Auto an und ich sehe ihn jetzt gerade. Schwenk einmal bitte rüber, Chris. Wir sind ohne Scheiß, wir sind extra, wir haben uns den noch nicht angeguckt. Wir sind extra da zum Seiteneingang rein, haben mit den Tesla-Jungs geredet und den Girls und haben uns ein paar Informationen gezogen. Aber wir haben ihn noch nicht angeguckt. Das hier wird jetzt gleich der erste Moment, wo wir den Cybertruck in echt sehen. Und diesen echten Moment, den will ich einmal mit euch zusammen erleben. Weil wenn du das Auto schon eine halbe Stunde angeguckt hast, dann stehst du dann irgendwann davor und sagst, ja, okay, das ist jetzt der Cybertruck. Ne? Aber der erste Moment, den wir jetzt gleich haben werden, das ist was ganz Besonderes und da wollten wir euch einfach mal mitnehmen. Also, Probefahrt-Touristen. Wahrscheinlich ohne Probefahrt, aber ist egal. Alter Junge, das ist ohne Scheiß, das sieht so aus, als wenn das ein Comic wäre. Guck, schwenk mal bitte hin. Alter, ach du Scheiße. Der Chris sagt einfach nur, ach du Scheiße. Ich warte mal, Chris, guck mal hier. Guck mal hier. Ja, das ist der Cybertruck. Warte, geht der? Geht der? Nein, der geht nicht. Doch, der geht. Nein, der geht nicht. Sieht auch mega geil aus. So, okay, krass, Alter. Boah. Ich meine, ne, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mehrere Videos gesehen, Fotos und so weiter, irgendwelche Reels. Und du hast dir immer noch gedacht, so, ja, okay, der sieht echt krass aus so. Bei der Präsentation hast du dir gedacht, so, ja, ja, genau, das bauen die irgendwann. Und jetzt stehen wir hier in Deutschland, in Düsseldorf und ja, sie haben es gebaut. In den USA fährt die Bude schon rum, vielleicht auch irgendwann in Europa. Alter, das ist einfach krass, das sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Komm mal bitte hier ran. Das sind einfach wirklich diese Stahlplatten, wie die hier aufeinander kommen. Also das ist schon rough, ne? Aber es ist rostfreier Stahl, nicht lackiert, nicht behandelt. Das ist einfach nur der blanke Stahl. Alles, was man hier draußen sieht, wir gehen einmal außen drum rum, ist einfach Stahl. Und der ist 3 mm dick, rundrum. Und das heißt, dass er, wenn du mit der Pistole da drauf schießt, bis 9 mm geht das nicht dadurch. Und das Krasse ist, das ist nicht nur beim Stahl so, sondern auch bei den Scheiben. Da kannst du auch mit 9 mm draufballern. Es gibt eine Sache, der Chefdesigner hat ja bei der Präsentation so eine Stahlkugel genommen
und hat die da drauf geworfen. Die Scheibe sollte natürlich nicht kaputt gehen, ist aber kaputt gegangen. Und da haben sich die Leute von Tesla was einfallen lassen im Innenraum, wo das quasi nochmal als Easter Egg quasi aufgenommen wird. Und das werden wir uns gleich angucken, wenn wir drinnen sind. Aber erstmal wollen wir von außen gucken. Ist krank. Also ich meine, jeder, der schon mal so einen Truck gesehen hat, ne, in Deutschland, was ist das, so ein Ford Ranger Raptor? Das ist so, was in Deutschland noch so rumfährt. F-150, ganz andere Nummer. Und das hier ist einfach sowas von riesengroß, fast 6 Meter lang. Nur mal ganz kurz, damit ihr wisst, was wir hier eigentlich machen. Also Tesla hat eingeladen, ein paar Journalisten, ihr könnt euch das Auto angucken. Und es sind natürlich auch quasi Tesla-Fans, Tesla-Besitzer, die sich das Auto angucken dürfen. Und wir haben jetzt einmal hier einen exklusiven Walkaround, dürfen einmal alleine gucken. Alter, es ist so krank, wenn du dir das überlegst. Jedes Auto wird irgendwie mit gebogenen Materialien außen, dass das alles in einem Fluss ist, dass das alles geschmeidig aussieht. Vor allen Dingen auch Tesla ist ja dafür bekannt, dass das alles schön ruhig und angenehm und rund ist und aerodynamisch. Und das hier sind einfach nur glatte, guck dir mal dieses Seitenteil hier an. Das Seitenteil fängt hier oben an, geht bis darunter und ist hier einmal ist das eigentlich schlimm, wenn ich damit irgendwas dran klatsche? Macht das Kratzer? Wenn ich mit der Uhr einmal dagegen klatsche, macht das Kratzer? Könnte eventuell Kratzer geben, ne? Sowohl bei der Uhr als auch beim Stahl. Also lieber nicht machen. Okay, also ich muss mit meiner Uhr aufpassen, weil es kann tatsächlich sein, dass es wird so sein, wir machen da Kratzer rein. Also das Seitenteil fängt hier oben an, geht bis hier runter, ist hier einmal geknickt und da einmal geknickt und geht dann über, keine Ahnung, warte, wir wollten noch messen. Ah, da muss ich auch wieder aufpassen, ne? Sind das, ich sag jetzt mal ungefähr, das ist 1,90 Meter lang. Das Seitenteil ist 1,90 Meter lang. Höhe? Wir messen mal die Höhe. Ist auch 1,90. Ich bin 1,83. 1,90 Meter hoch. Ja? Das ist ein Truck, der aber nicht aussieht wie ein Pickup-Truck. Das ist wirklich, das ist unfassbar, dass Tesla sowas auf den Markt bringt. Ja? Um jetzt mal darauf zu kommen, was ist mit Europa? Kommt das Auto nach Europa, ja oder nein? Es weiß keiner. Es weiß keiner so genau. Ich sag aber, Tesla würde sowas hier, ne, dass sie das allen möglichen Leuten zeigen und so, nicht machen, wenn sie nicht die Intention hätten, das Auto irgendwann natürlich auch in Europa zu verkaufen. Erstmal ist in den USA, sind alle dran, weil da sind ultra viele Bestellungen und die wollen die Leute erstmal bedienen. Ich glaube, das Thema Fußgängerschutz hier bei so einer Stahlkante, das könnte schon ganz interessant werden, das in der EU durchzusetzen. Ja, weiß nicht, ob dann da vielleicht eine Planke drüber muss oder sowas oder hier so Kanten, keine Ahnung, vielleicht muss es auch komplett verändert werden, die Front. Aber die werden das Ding auf jeden Fall nach Europa bringen wollen. Und ich glaube, was ich so gelesen habe, dass es auch viele Leute gibt, die das gerne hätten, dass dieses Auto in Europa eine Zulassung hat. Was ist das größte Teil, was du an diesem Auto gesehen hast? Ich glaube, die Scheibe. Ich glaube auch, die Scheibe. Die ist größer als mein Bett. Also warte mal, die Scheibe, wir können ja einfach mal ausrechnen, wie breit, wie viel Quadratmeter die, also die ist 1,85 Meter oder 1,80 Meter ungefähr. Ich will jetzt da das Ding nicht drauflegen. Also die ist 1,80 Meter breit. Digga. Und die ist fast ein bisschen über 1,70 Meter. Also diese Scheibe ist 3,2 Quadratmeter groß. 3,2 Quadratkilometer, hätte ich fast gesagt. Also für die Scheibe hatten wir das hier. Und dann guckt euch mal diesen monströsen, das ist unfassbar, guckt euch mal diesen monströsen Scheibenwischer an. Der ist 1,30 Meter lang. 1,30 Meter. Das ist so. Von da nach da. kann man den so hoch, ja, ne? Kann man. Guck mal, was das für ein Lappen ist, sag mal. Also alle, die ein 1,40 Bett zu Hause haben, das Ding ist nur 10 cm kürzer. Es ist wirklich, ich bin wirklich am Staunen. Stell dir das mal vor, damit fährst du auf einen Aldi-Parkplatz. Eben zwei Brötchen holen. Eben zwei Brötchen holen. Wir machen einmal das Licht an. So, öffnen. Wir haben hier keinen Türgriff. Da drücken wir drauf. Kommt die Tür raus. Auto wacht auf. Dann haben wir hier den Cyber Truck unten rein. Das ist wie so geschweißt, sieht das aus, ne? Ja. Ist auch das einzige Zeichen, Logo, ja, es gibt was man überhaupt sieht, ne? Es gibt kein Tesla-Zeichen an diesem Auto. Nichts. Es steht überall nur Cyberpunk drauf.
Ich will jetzt einmal das Licht anmachen. So, wie geht das denn hier? Cool, Schritt 1 überfordert. Schritt 1, mach dann mal das Licht an. Lights, Headlights on. Was brauche ich? Parking? Okay, Parklicht. Okay, also das ist ein 1,80 Meter langer Lichtbalken. Ultra krass. Die eigentlichen Scheinwerfer sitzen hier unten in diesem schmalen Gerät drin, hier vorne. Das ist das Abblendlicht und das Fernlicht. Das ist wahrscheinlich Blinker. Machen einmal Blinker an. Oder das Blinker, ne? Ja. Genau, hier USA, Positionsleuchte an der Seite. So, und jetzt machen wir einmal Fernlicht. Und? Warte. Headlights einmal anmachen. Also wenn der dich auf der Autobahn von hinten anblinkt, bist du auf jeden Fall erstmal überfordert. Bist du erstmal weg. Ja. Ich pack das nicht. Ganz ehrlich, ne? Man kann von dem Auto halten, was man will. Aber Fakt ist einfach, dass es sowas noch nicht gegeben hat. Also ganz ehrlich, ich mache den Job seit fast 25 Jahren. Und ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich habe wirklich alles gesehen, aber sowas noch nicht. Okay, das ist die Heckleuchte. So, wenn du im Stau hinter dem stehst. Zieh dir das mal rein. Auch das Glas oben, das ist ja auch alles Glas hier. Das ist wahrscheinlich die, ist wahrscheinlich noch größer oder ist es die gleiche Größe? Das ist ungefähr, nee, ist kleiner. Die hintere Scheibe, es sind zwei Scheiben hier oben. Die hier und die hier. Die hintere Scheibe ist fast genauso groß. Wie geht dir das? Ich bin ja manchmal bei so Autos, bei so Supersportwagen, die so mega viele Kurven haben. Und hier Kotflügel und da noch Rad und da noch ein Lüftungsschlitz und so weiter und so fort. Da kannst du dich irgendwie nicht satt sehen. Hier kannst du dich auch nicht satt sehen, aber es ist irgendwie so, dass du immer wieder dasselbe siehst. Wie ist das mit dir beim Drehen? Hast du so die ganze Zeit die, oh, das Detail muss ich noch sehen und hier muss ich noch einen kleinen Porn drehen? Dadurch, dass gar keine Logos drauf sind, schwer zu sagen. Ist ganz komisch. Ich kann auch nicht wegsehen, sagen wir so. Ja. Also ich kann nicht wegsehen. Wie so ein Unfall. Ja, genau. Okay, wir machen hier hinten mal auf. Das geht elektrisch. Okay, geil beleuchtet innen drin. So, dann fahren wir das mal rein. Ziemlich schnell auch. Und dann hast du da hinten die Scheibe. Darf ich da drauf gehen? So. Ich habe mir ein neues Auto geholt, Leute. Und dann hast du hier wie bei so einem Lamborghini hinten so eine aufrecht stehende Heckscheibe. Du siehst dann natürlich nichts, wenn das Ding zu ist, ne? Dann siehst du einfach nichts mehr. Da hast du wahrscheinlich innen drin eine Kamera, beziehungsweise hinten drauf. Da ist keine Kamera. Alter, ultra krass. So, geht das auch elektrisch wieder hoch? So, dann haben wir hier, genau, hier ist noch eine Klappe. Da sind Steckdosen, da kannst du quasi alles anschließen, was du willst. Kannst du deine Bohrmaschine anschließen. Hier drauf dann auf der Ladefläche irgendwie deine Arbeiten vollziehen. Kannst du aber auch einen Elektrogrill anschließen. Oder deinen Elektroföhn, um deinen richtigen Grill anzufeuern. Ja, Power Outlet haben wir. Das ist ja voll leicht. Ich habe die wirklich viel schwerer erwartet. Also das geht ultra leicht. Was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir Ladekabel. Das ganze Gedöns. Auch nochmal ein kleiner Trunk. Ist der wasserdicht? Ja, der ist wasserdicht. Hier ist eine Dichtung. Okay. Ja. Falls das Auto jetzt wirklich nach Deutschland kommen sollte und du möchtest damit deinen Pferdeanhänger ziehen, dann hat der hier unten drunter quasi die Anhängerkupplung. Also da musst du dieses Panel hier abschrauben und dann kommt die Anhängerkupplung da dran. Kann dann tatsächlich bis zu 5 Tonnen ziehen. Du bist dann mit 8 Tonnen unterwegs. 3,1 plus 5, 8 Tonnen. Junge. Ich finde es ultra krass. Ich meine, das ist natürlich der Sinn der Sache bei so einem Auto. Diese Autos werden bei uns fast nicht gefahren, diese großen Pickup-Trucks. Ne? Das ist wirklich was Uramerikanisches. Aber das ist halt auch kein normaler Pickup-Truck. Das ist halt ein Design-Piece vom Allerfeinsten. Und 3,1 Tonnen übrigens. Und dann kannst du halt mit 3,1 Tonnen, wie wir das nachher machen werden, dann auch über die Kühe fahren. Soll ich mal, ich mache einmal den Scheibenwischer an, ja? Ich will den einmal in Action sehen. Das ist Scheibenspritzen. Control. Wo ist der Scheibenwischer? Der muss in Drive sein. Und jetzt ist es. Ah ja, okay. Junge, ist das ein krasses Teil. Stopp. So, jetzt ist er wieder gestoppt.
Quietschen ist vorbei, sehr gut. Wir sind in P, weil wir dürfen natürlich eigentlich mit dem Ofen hier uns gar nicht drin bewegen, sonst machen wir irgendwann so ein Video wie dieser eine Typ mit dem Taycan, der durch das Schaufenster rausgedonnert ist. Das wollen wir, glaube ich, lieber nicht machen. Ja, PS-Zahlen gibt Tesla nicht an. Wir haben hier den Dual-Motor. Es gibt einen Triple-Motor, einen Dual-Motor. Das ist der Long-Range quasi, der jetzt hier steht. Der Long-Range kostet 76.000 Euro. Und der dicke mit den drei Motoren, der dann tatsächlich in 2,6 Sekunden von 0 auf 60 Meilen beschleunigt, also quasi 2,65 oder 2,7 Sekunden von 0 auf 100, der kostet dann 96.000 Euro in der Basis. Dann haben wir hier hinten, das ist auch eine Spezialität, Hinterachslenkung. Und da wollen wir einmal jetzt gucken, wie hart diese Dinger einschlagen. Ja? Also einmal Auto hin, auf die Bremse, nach vorne. Wow! Alter! Also das ist krass. Also ich meine, das wirkt jetzt natürlich ultra krass, weil die Räder so groß sind. Ich würde sagen, das sind irgendwas zwischen 11 und 15 Grad, die er einschlägt hinten. Und das Krasse ist, das hier ist der Lenkeinschlag. Das ist gerade Ausfahrt. Das ist voller Lenkeinschlag. Alter, das ist nicht mal eine halbe Umdrehung. Also es ist Steer by Wire. Es gibt keine Connection zwischen diesem Lenkrad und den Rädern. Nichts. Es wird einfach nur per Stellmotor quasi die Lenkung angesteuert. Alter, wie fährt sowas? Ich bin mal auf dem Supermarktparkplatz, du willst so und so lenken, du machst einfach nur diesen und den. Ja, wenn du auf der Landstraße fährst, dann musst du wahrscheinlich so machen, um eine Spitzkehre zu fahren. Naja, probieren wir ja gleich aus noch auf der Kö, ne? Haben wir ja gesagt. Wir dürfen ja noch fahren, oder? Also die Hinterachslenkung, die kann einiges. Gehen wir einmal hinten rein. Also es ist schon so, ne? Das ist ja wirklich einfach nur Stahl. Das ist nicht lackiert, da ist kein Klarlack drauf, das ist gar nichts. Einfach nur Stahl. Fühl mal hier bitte die Kante. Jo, gefühlt noch ein bisschen scharf. Ist schon, könnte man noch mal mit 800er nass. Willst du nicht gegenknallen? Bisschen. Aha, guck mal hier, Tür geht 90 Grad auf. Mach dir mal die andere Seite noch auf. Ja, moin. Kannst du direkt durchschießen. So, dann können wir hier noch eine Sache machen. Und zwar können wir diese Sitzbank hier so hochklappen. Und dann kannst du hier schwere Sachen transportieren. Keine Ahnung, die Werkzeugkiste oder sowas, ne? Ziehst du einmal hier an dem Nupsi. Das ist auch wirklich easy gemacht. Und dann hast du da tatsächlich nochmal einen großen Stauraum, der natürlich nochmal ein bisschen sauberer ist als das, was da hinten drauf ist. Hinten drauf Werkzeug und das gute Werkzeug kommt dann da rein. Das ist schon Platz, ne? Also ich glaube, dass sie tatsächlich wollen, dass man mit dem Ding arbeitet. So, Chris, kommst du hier mal rein? Ich meine, das kennt man aus diversen Tesla-Modellen, dass hier hinten halt ein richtiges Display ist, ne? Lüftung, easy zu verstellen. So. Oh, schön nach außen. Das ist schon wirklich, habe ich ehrlich gesagt bei keinem anderen gesehen, dass das so easy und so smooth geht. Und dann kannst du halt hier Netflix, YouTube, Hulu und Twitch gucken und was weiß ich, was nicht noch alles. Das ist halt auf der Rückbank so easy, ohne irgendeine Karte zu kaufen. Das ist krass hier, ne? Guck mal, wie groß das ist. Kann ich mich hier reinlegen? Nee, ganz nicht. Aber jetzt mal rein theoretisch. Mal die Tür zu. Ich bin 1,80. Also rein theoretisch, also wenn es jetzt wirklich mal verrutscht und du musst mal pennen, legst du hier hinten ein Kissen drauf und dann kannst du hier schlafen. Auf einer ebenen Fläche, ne? Apropos schlafen, es gibt tatsächlich ein Zelt von Tesla, was du dann da hinten drauf schnallst. Wir blenden mal ein Bild ein, wenn wir eins finden. So kann man dann tatsächlich das Ding zum Camper machen. Gut. Das ist schon krass, ne? Weil normalerweise so ein Pickup-Truck, denkst du dir so, ja, irgendwie so ein Arbeitstier. Aber jetzt ist das hier halt wie ein normaler Tesla. Alles ein bisschen groß. Das hier wirkt total komisch. Auf Videos habe ich selber gesehen, das sieht total seltsam aus. Aber wenn du hier drin sitzt, hast du einen Blick auf diese 3,2 Quadratmeter große Frontscheibe, die hier unterbrochen ist, was ich gut finde, weil da scheint dir nicht direkt die Sonne drauf von oben. Aber das hier, diese komische Ecke, muss ich leider so sagen, diese komische Ecke fällt gar nicht auf, weil das merkst du nicht. Der dreieckige Rückspiegel, der ist natürlich schon, siehst du den? Der ist dreieckig, ne? Jetzt kommen wir hier mal zu diesem kleinen Easter Egg. Es ist tatsächlich so, dass wenn man quasi diese Kugel simuliert und hier dreimal gegentitscht, dann hast du quasi, das ist das Easter Egg, ja? Geht das hinten auch? Ja, geht hinten auch. Oh man, it didn't go through. Oh
Oh my fucking God. Ja, immerhin ist es nicht durchgegangen. Also das ist schon krass. Display ist jetzt 18,5 Zoll groß, also riesengroß. Gefühlt doppelt so groß wie das Lenkrad. Das Lenkrad ist sehr klein. Und dann in Kombination mit dieser Hinterachslenkung und quasi nur Hälfte einschlagen und du hast vollen Lenkeinschlag, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr seltsam ist zu fahren damit. Man gewöhnt sich hundertprozentig dran, weil sonst hätten sie es nicht gemacht, sonst hätten sie es irgendwie geändert. Aber es glaube ich schon, dass du dich da irgendwie mal so eine halbe Stunde, Stunde dran gewöhnen musst. So, jetzt haben wir hier zweimal Handyladestationen, kennen wir so. Da kannst du noch die Füße ablegen, wenn du willst. Hier haben wir einen Dosenhalter, da haben wir noch ein Fach, da haben wir noch ein großes Fach. Hätte ich jetzt gedacht, geht noch weiter runter, weil das ist ja, da unten ist ja nichts. Aber es ist vielleicht so, dass da irgendwie Elektronik drunter ist, Klimaanlage und so weiter. Wahrscheinlich kommen da Schläuche raus von der Klima und so für hinten dann, schätze ich jetzt mal. Aber lustigerweise wirklich ist das hier relativ normal und so, wie man das aus jedem Tesla kennt. Klar, größer, irgendwelche Funktionen noch, bla bla. Das Lenkrad ist sehr besonders. Auch hier kein Tesla-Schriftzug drauf, sondern nur das Cybertruck-Zeichen, dieses Dreieck halt. Ne? Dann haben wir hier unten einen kleinen Schriftzug, da steht Airbag drauf. Das muss wahrscheinlich aus Gesetzesgründen irgendwo auf dem Lenkrad stehen, dass man weiß, da ist ein Airbag drunter übrigens, Schatzi. So, Sonnenblende mag ich nicht, ganz ehrlich. Weil da hast du ja dann wieder nichts. Da ist zwar abgedunkelt, aber wenn die Sonne da reinballert, dann ballert die da rein. Und dann haben wir hier halt einen riesengroßen Rückspiegel. Guck mal, wie klein der ist. Schießscharte da hinten. Wohl nach hinten geht's eigentlich. So, jetzt einmal zum Display, ne? Wie das hier reagiert. Das ist ultra gut. Das ist wie beim iPhone. Ohne Quatsch. Boah. Der macht hinten das Tonneau zu. Sollen wir einmal den Frunk aufmachen? Das müssen wir uns von draußen einmal angucken. Das hier wird auch ordentlich warm. Also jetzt nicht heiß, es hat jetzt 32 Grad, würde ich sagen. Kann man sich schön die Finger dran wärmen im Winter. Hier vorne ist ein Frunk. Und den kann man hier vorne über diesen Knopf hier, der da unten versteckt ist, auf. Wie groß ist das bitte? Hier auch nochmal Cybertruck reingeschweißt. Aber kann sich ja reinsetzen. Meinst du, ich kann mich da reinsetzen? Da können die Kids im Urlaub, können die da zu dritt nebeneinander sitzen. Es ist einfach nur alles riesengroß hier dran. Hier kannst du zumachen. Mal gucken, ob der mich einklemmt. Ah, klemmt mich nicht ein. Ich habe mich nicht getraut, tatsächlich so zu machen. Aber machen wir jetzt, warte. Oh, ganz smooth. Also gar nichts passiert. Wirklich, das war so, wie wenn ich einer so antippt. Aber wie groß das auch ist, ne? Warte mal, das bleibt. Bleib noch bitte oben. Das sieht einfach aus wie so ein Krokodil, was so, boah, ich fresse alles auf. Es ist leider geil. Diese Lichtleiste ist auch geil. Am Anfang, wenn man sich das so alles anguckt, ne, das ist ja auch alles so ein bisschen rough gearbeitet hier, denkst du dir so, ja, aber es ist halt, ne, das ist ein Auto, das ist aus Stahl gemacht. Das ist halt auch was, ne, was du am Stammtisch geil erzählen kannst. Das ist mein Stahl-Tesla. Ja, nicht irgendwie nur Plastik, sondern wirklich Stahl. Und das verarbeitet man halt so. Sage ich jetzt mal so. Und dafür ist das echt gut gemacht, klar, die Spaltmasse und so. Aber es ist auch vollkommen okay hier. Es geht. Und es ist halt rough gemacht. Und das ist auch, glaube ich, das, worum es geht. Ne? Dass die halt nicht sagen, ja, das ist hier so ein oberperfekter, keine Ahnung, Mercedes, der halt high-end verarbeitet ist oder sowas, sondern das ist einfach ein Stahlauto. Und Stahl wird rough gearbeitet. Hast du schon mal in der Stahlwerkstatt, Junge? Da ist nichts hier mit ohne Handschuhe und so. Aber geil ist hier, ne? Du siehst hier die ganze Zeit die Fingertapser. Vom Mattes. Das sieht man auch hier hinten. Fällt schon auf. Wie macht man das wieder sauber? Mit Essigreiniger oder was? Also es ist einfach nur das Fett und machst du einfach mit warmem Wasser und Spüli am besten. So, einmal Vorderachse, wie schnell dieses Ding lenkt. Und wie weit der auch einschlägt, Alter. Und das zusammen mit der Hinterachslenkung, Junge, da kannst du wahrscheinlich wie der Tank-Move bei der G-Klasse irgendwie. Da kannst du im Schnee richtig mit wedeln, sag ich dir. Ich würde schon gerne fahren. Einmal über den Parkplatz. Er macht nur so. Er macht nur so. Nein, nein, nicht Parkplatz, Matthias. Abbruch. Nimm dem Mann den Schlüssel weg. Also rein theoretisch könnten wir den Taycan-Move machen. Einmal D rein, Vollgas. Wir sind aus jeder Scheibe raus hier. Und ohne Kratzer. Die Scheiben gehen nicht kaputt, sind bulletproof. Das Stahl sowieso nicht. Wir fahren durch das Glas einfach durch. Und durch den Stahlträger da auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon Bock. Ne? Ich bin sehr viel am Denken, das merkt ihr, glaube ich. Weil das einfach so neu ist und so anders das Design. Jetzt, wenn du hier drin sitzt, ist das auch mit der Frontscheibe irgendwie komplett logisch.
Ja, ich meine, beim Model X hast du auch schon eine ultra große Scheibe vorne, die auch bis hier oben hingeht. Und das wirkt jetzt relativ normal, wenn du hier drin sitzt, weil eben der Innenraum so normal ist. Von draußen ist das halt ultra krass. Guck dir das mal bitte an, wie das auf dieser Dreiviertelansicht aussieht. Genau diese Ansicht. Das ist so hoch, das ist so kantig, das ist so eckig. Die Frage ist ja dann auch bei einem Unfall, wie das dann, ne, da musst du ja... Musst du erstmal zum Stahlbauer. Also erstmal merkst du einen Unfall nicht und dann musst du zum Stahlbauer. Das Geile ist, nachlackieren musst du nicht. Die Frage ist das auch, wie das hier so sauber wird, weil so ein bisschen Fettflecken hinterlässt man da schon. So, und ein Fakt noch zu dem Stahl. Kaltgerollter Stahl, 3 mm dick. Der kommt immer so. Du kannst ihn nicht lackieren. Also du kannst ihn rein theoretisch natürlich schon lackieren, aber er kommt immer so. Und du kannst ihn tatsächlich bei Tesla quasi da hinten, kannst ihn folieren lassen. Rein theoretisch kannst du auch deinen eigenen Folierer natürlich nehmen. Aber ich glaube, ich würde den so lassen. Ich glaube, das ist ja das Geile an dem Auto. Wenn der jetzt plötzlich dunkelblau ist, dann denkst du dir auch so, ja, bruh. Ich glaube, das dauert, bis du das nicht mehr sehen kannst. Das dauert. Oder es geht sehr schnell. Ja, nämlich im ersten Moment denkst du dir so, nee. Aber ich finde es so abgefahren gut, ganz ehrlich. Das ist meine wirklich ehrliche Meinung. Das ist jetzt wie hier, Matze ist im Autohaus unterwegs und guckt sich seine neue Karre an oder guckt sich halt neue Autos an. Nicht so wie sonst immer direkt reinsteigen und losfahren, sondern einfach nur mal gucken, nur mal auf sich wirken lassen. Und ich finde das ehrlich gesagt gut, dass wir genau das machen, weil das muss sich erst mal setzen. Ja? Was hier abgeht mit diesem Auto, mit diesem Design, das muss sich erst mal setzen. Schreibt bitte mal in die Kommentare, was ihr von dem Design jetzt einfach nur haltet. Abgesehen davon, ob ihr mit so einem riesen Truck in Deutschland rumfahren wollen würdet, aber einfach nur mal das Design. Ja oder nein? Wie macht man das mit Daumen nach oben oder Daumen nach unten und dann tun alle ihre Likes hin, ne? So machen wir das. Also ich mache Daumen auf jeden Fall nach oben, weil das ist dieser Herr Musk, der hat halt eine Vision, ja? Und der hat ganz vor 10, 15 Jahren hat der schon gesagt so, ja, wenn wir das mit der E-Mobilität nach vorne treiben wollen, ja, jetzt könnt ihr wieder rumhaten, E-Mobilität, Matze mit den ganzen E-Autos, bla bla bla. Das hier ist Autogeschichte, Leute, deswegen machen wir das heute, weil das einfach Geschichte ist. Sowas hat es noch nie gegeben und sowas, weiß ich nicht, ob es sowas wieder geben wird, aber das ist Geschichte und da wollen wir dabei sein, weil wir interessieren uns für Autos, egal welcher Antrieb da drin ist. Ja, und wenn die Bude in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 geht, Junge, was willst du noch mehr? Also dieser Herr Musk hat auf jeden Fall eine Vision gehabt und der hat damals schon gesagt, dass wenn das mit der E-Mobilität mal was werden soll, Klammer auf, in USA, Klammer zu, dann müssen wir auch irgendwann einen Truck bauen. Und er hat seine Vision wahrgemacht. Ja? 2019 haben sie ihn vorgestellt, jetzt haben wir 2024 und die Bude steht hier. Noch nicht zu kaufen. Aber es ist fahrfertig, in den USA fahren die Dinger rum, das funktioniert, das ist erlaubt und es ist einfach nur krass. Danke, dass wir da sein durften, Leute. So, also, liebe Freunde, Cybertruck, ja oder nein? Gebt mal Daumen rauf oder Daumen runter und wir steigen jetzt ein und fahren weg. Ich will wenigstens 1-2 Meter mal fahren, mal gucken, ob sie mich dran hindern können. So. Ich fahre so lange, bis mich einer hindert. Einmal böse gewesen. Danke fürs Zugucken, Leute. Tschüssikowski. Ciao, ciao. War nicht schlimm, oder? Steht wieder da, als wenn er nicht gefahren wäre, oder? Fährt super. Fährt richtig super.